Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. In dieser Folge tauchen wir ein in die Welt des Berliner Nahverkehrs und beleuchten eine besonders interessante Strecke, die U-Bahn-Linie U5. Sie ist nicht nur eine entscheidende Verbindung in der deutschen Hauptstadt, sondern auch ein Stück Berliner Geschichte. Lasst uns zusammen die Faszination dieser Linie entdecken. Die U-Bahn-Linie U5 verbindet den Berliner Osten mit dem Herz der Stadt. Mit der Eröffnung des ersten Abschnitts im Jahr 1930 zwischen Alexanderplatz und Friedrichsfelde begann die Geschichte dieser Linie. Der Ausbau des Ostteils wurde in den 1970er und 1980er Jahren fortgesetzt. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und Berlins war die U5 eine der U-Bahn-Linien, die im Fokus der Erweiterungspläne standen, um die vormals geteilte Stadt besser zu verbinden. Bemerkenswert ist die jüngste Erweiterung der U5, der sogenannte Lückenschluss, der 2020 vollendet wurde. Sie verbindet nun das Brandenburger Tor mit dem Alexanderplatz und schafft so eine direkte Verbindung zwischen dem Berliner Osten und dem Regierungs- sowie geschichtsträchtigen Zentrum. Die Fahrzeuge auf der U5 sind modern und barrierefrei gestaltet. Die Linie durchfährt mehrere bedeutende Stationen, darunter der Alexanderplatz, der als einer der verkehrsreichsten Orte in ganz Berlin gilt, und der Bahnhof Frankfurter Allee, wo man die Architektur der 1950er Jahre bewundern kann. Die U-Bahn-Linie U5 ist mehr als nur eine Verkehrsanbindung. Sie ist ein Symbol für die Veränderungen und das Zusammenwachsen der Stadt Berlin. Für Einheimische bildet sie eine wichtige Verkehrsader im alltäglichen Leben, für Touristen bietet sie eine einfache Möglichkeit, viele der bekanntesten Sehenswürdigkeiten zu erreichen. Wenn ihr also das nächste Mal in Berlin seid, vergesst nicht, mit der U5 zu fahren und die Geschichte sowie die Dynamik dieser Stadt hautnah zu erleben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Einblicke rund um das Thema Verkehr und Reisen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.